Hallo bei Nerdvermedizin. Grüß euch. Ihr seht mich hier in einem wunderbaren Loft in Leipzig, dem kleinen Berlin, eine tolle Stadt. Wir sind zum Digina-Kongress hier, das haben wir euch schon mal gesagt, aber ich habe vor allen Dingen meinen guten Freund Kostja Steiner getroffen. Kostja ist Anästhesist und vor allen Dingen ein Gerinnungsspezialist, von dem ich die Faszination an Gerinnung erst gelernt habe. Und der Kostja, der hat uns, glaube ich, mitgebracht, mal so ein paar Basics über die Gerinnung, oder? Kostja, das klingt trocken. Dabei ist Gerinnung überhaupt nicht trocken, sondern unheimlich spannend, aber die Verzweiflung macht es, dass man über dieses Kapitel meistens schnell drüber blättert und spätestens zur Facharztprüfung verzweifelt feststellt, da war doch was. Dann lernt man die Kaskade zwei, dreimal auswendig und denkt, man hat Gerinnung verstanden. Und ich glaube, aus dieser Angst haben wir alle angefangen, uns mit Gerinnung zu beschäftigen. Bei dir war es ja auch so. Aus Unwissenheit, Angst und Panik sind viele Fragen erwachsen und jetzt bist du selbst quasi Gerinnungsliebhaber geworden. Das stimmt, vor allem die Internisten verstehen sich auch gut darin, Gerinnung zu zerstören. Und deswegen muss man ja auch seine Scherben wieder aufkehren können. Kostja, jetzt sagen wir mal, es kommt ein Patient zu mir und der ist in der Hämorrhagie, also der blutet ganz stark. Was sind denn so Punkte, die ich bei der Gerinnung überhaupt beachten sollte? Nun, ich glaube, man muss ein bisschen Basiswissen haben, damit man weiß, wie Gerinnung funktioniert. Dann kennt man auch die Angriffspunkte der gewissen Pharmaka, die man einsetzen kann. Also man muss das ein bisschen in drei Teile gliedern. Zuerst braucht man eine grobe Ahnung, wie funktioniert es. Dann braucht man eine grobe Ahnung, womit kann ich behandeln. Und dann kann man sich Gedanken darüber machen, in welchem Fall man welche Kombination von Therapien einsetzt. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Das hört sich gut an. Fangen wir an, oder? Was sind die Basics der Gerinnung? Wie funktioniert das Ganze? Gerinnung ist eigentlich ganz einfach. Gerinnung heißt immer, dass ein Gefäß verletzt ist und dass die darunterliegenden Strukturen freiliegen. Jetzt wissen wir aus den Büchern, es gibt das Kaskadensystem der Gerinnung leider seit Jahren überholt durch die Cell-Based-Gerinnung, die Maureen Hoffmann publiziert hat und die wahrscheinlich dem am nächsten kommt, was im Körper wirklich abläuft. Aber die gute Nachricht ist, weder das eine noch das andere Modell muss man auswendig kennen, um Gerinnung einmal in den Grundzügen zu verstehen und auch in den Grundzügen zu behandeln. Also Gerinnung eigentlich ganz einfach, irgendwo im Körper blutet es. Der Körper ist ein geniales Ding, der kann einen Stoppel machen, das Ding heißt Klott, mit dem kann er die Blutung zum Stehen bringen, so dass möglich ist und keine chirurgische Intervention braucht. Und als erstes müsst ihr mal wissen, was ist in diesem Klott drinnen, also in diesem Stoppel, der die Blutgefäße wieder verschließt, wenn es blutet. Und das ist recht einfach, das sind die Thrombozyten, unsere Blutplättchen. Dann haben wir dort drinnen das Fibrinogen, das zu Fibrin umgewandelt worden ist und damit eine Struktur wie Seile bildet. Der Faktor 13, der das Ganze zum Netzwerk macht und viele Erythrozyten, weil das Ganze im Blut stattfindet. Aber die haben jetzt in der Gerinnung selbst eine nachrangige Funktion. Also die wichtigsten Komponenten für das Gerinnsel sind sicher die Thrombozyten, das Fibrinogen und der Faktor 13. Okay, das klingt schon mal überschaubar, das kann zumindest ich mir fast merken. Aber ganz so einfach ist es ja dann doch nicht, oder? Nun, ich glaube immer, wenn wir beginnen, ein Thema zu lernen, dann sollte es so einfach bleiben. Und ich versuche es dir mal so einfach zu erklären, wie es nur irgendwie geht, auch wenn wir da fachlich ein paar kleine Kompromisse machen müssen. Aber wichtig ist es zuerst mal ein Konzept im Kopf zu haben und dann weiterzuarbeiten. Und das funktioniert wie folgt: Wenn irgendwo ein Gefäß kaputt ist, dann gibt es zwei Sachen, die passieren. Erstens kommt das Blut mit den tissue-faktor-tragenden Zellen außerhalb des Blutes in Berührung und auch mit den Kollagenstrukturen und die Thrombozyten, die dort vorbeirollen, können sich dort festhalten. Ich weiß nicht, ob ihr noch Es war einmal das Leben kennt, das war eine sensationelle Zeichentrickserie. Ich kenne genau noch das Anfangslied. Ja, perfekt, wunderbar, wir singen es jetzt besser nicht, sonst schalten alle aus. Aber grundsätzlich, die Thrombozyten sind diese kleinen Scheiben mit den vielen Händen, die rollen dort vorbei und halten sich dann fest. Und das können sie mit dem Willebrand-Faktor machen. Also von Willebrand-Faktor ist sozusagen der Superkleber des Gefäßsystems. Mit dem können sich die Thrombozyten an den Kollagenstrukturen festhalten. Und damit wissen wir auch schon, was passiert, wenn der Willebrand-Faktor kaputt ist. Die Thrombozyten können sich nicht festhalten, es blutet viel länger. Wir haben eine hämorrhagische Diathese, also eine Gerinnungsstörung. Aber lassen wir das mal weg. Also die Thrombozyten rollen vorbei, sehen, das ist ein Defekt, können sich festhalten, aktivieren jeden weiteren Thrombozyten, der vorbeirollt und so beginnt dieser Plättchen-Thrombus zu entstehen. Jetzt haben wir da einen Haufen von Thrombozyten, die nicht wirklich stabil sind und die müssen wir irgendwie festmachen und dazu brauchen wir jetzt unser Fibrinogen.
Auch das kommt übrigens immer so einmal das Leben vor, da kommen die Cowboys mit den Lassos. Und das ist gar nicht so falsch, weil das Fibrinogen, das zum Fibrin umgewandelt wird, das sind zuerst einzelne Stricke. Und erst der Faktor 13 macht die Quervernetzung zu dem Netzwerk, das wir aus den Lehrbüchern kennen. Also zuerst einen Thrombozytenhaufen, den müssen wir mit Fibrinogen niederschnallen. Und dann müssen wir die einzelnen Fibrinogenfasern noch miteinander verknüpfen, dass wir ein stabiles Netz bekommen. Und dann haben wir eigentlich schon alle Komponenten der Gerinnung, nämlich die Thrombozyten, das Fibrinogen und den Faktor 13, der das Ganze verstrickliselt als Strickliesel des Gerinnungssystems und das Netz macht. Das klingt tatsächlich relativ einfach. Und du fragst dich sicher, wo jetzt die ganze Kaskade ist, die uns das Leben so schwer macht. Genau, irgendwo muss ja dieses Y, diese ganzen Faktoren, der ganze Kram, der ist ja irgendwo verpackt. Ja, das Ganze ist ganz einfach. Die ganze Gerinnungskaskade, die ihr aus den Lehrbüchern kennt, ist eigentlich nichts anderes als der Sicherheitsschalter, damit Fibrinogen nur dort zu Fibrin umgewandelt wird, also klebrig wird, wo die Verletzung entsteht. Sonst würde ja das Blut im ganzen Körper gerinnen, was eine Katastrophe wäre. Mhm. Und all diese Faktoren sind die Enzyme, die dazu nötig sind, dass Fibrinogen zu Fibrin umgewandelt wird. Also es geht um diesen einen letzten wichtigen Schritt, wo Thrombin Fibrinogen zu Fibrin umwandelt. Und das ist die Kaskade. Also wenn man sich das Ganze so ein bisschen auf zwei Seiten vorstellt, dann hat man auf der einen Seite die zellulären Bestandteile der Gerinnung, die früher auch oft primäre Hämostase oder zelluläre Gerinnung genannt worden sind. Das sind die Blutplättchen, die sich dort festhalten. Und die plasmatische Gerinnung, also alles das, was im Blutplasma herumschwimmt, das sind die Gerinnungsfaktoren, die schwimmen dort herum und können sich als Schutzschalter eben nur gegenseitig in der Kaskade aktivieren, damit die Gerinnung nur dort stattfindet, wo es blutet. Und diese ganze Sicherheitskaskade, die man sich zum Glück nicht so ganz merken muss, ist nichts anderes als der Sicherheitsschalter, dass Fibrinogen zu Fibrin umgewandelt wird. Das heißt, das Fibrin kommt aus der Plasmatik, die Plättchen sind unsere zelluläre Komponente und all das läuft eigentlich ziemlich gleichzeitig ab, nicht so in diesen Phasen, wie wir uns das früher vorgestellt haben. Und dort wird dieser Klott gebaut, der wie gesagt aus den Blutplättchen besteht, die von Fibrinfasern zusammengehalten werden. Und durch den Faktor 13 werden diese Fibrinfasern zu einem stabilen Netz gemacht. Viel mehr passiert bei der Gerinnung gar nicht. Das Komplizierte sind jetzt die Details, aber wie gesagt, um Gerinnung basal therapieren zu können, muss ich mir da am Anfang gar nicht so viele Gedanken drüber machen. Okay, das hast du eigentlich so perfekt zusammengefasst, da fällt mir die Zusammenfassung fast schwer. Aber nochmal für mich Revue passierend, also es gibt drei Dinge, das Fibrin, die Thrombozyten und den Faktor 13. Fibrin verknüpft die Thrombozyten miteinander und der Faktor 13 stabilisiert das Fibringeflecht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, so ist es. Und dann gibt es die zelluläre Gerinnung, das läuft über die Thrombozyten ab, oder? Und die plasmatische Gerinnung, und da ist quasi das Endprodukt das Fibrin. Genau, so ist es. Und das, was uns jetzt klar sein sollte, ist, Fibrin oder das Fibringeflecht ist das, was verbraucht wird. Mhm. Das heißt, jeder Klott, der sich bildet, verbraucht etwas mehr vom Fibrin. Und deshalb gilt in der Gerinnung oder bei der schweren Blutung, Fibrinogen is the first factor down. Das heißt, wir müssen als erstes dann daran denken, auch das Fibrinogen zu ersetzen, weil wenn es blutet, haben wir mehrere Probleme. Das Blut rinnt aus dem Körper hinaus, damit auch alle Plasmabestandteile. Das Fibrin, das hier hinausrinnt, wird verloren. Das ist unsere Verlustkoagulopathie. Mhm. Das Fibrin, das eingebaut wird in den Klott, das ist unsere Verbrauchskoagulopathie. Und dann kommen wir Mediziner und schütten noch massig Flüssigkeit, um einen Blutdruck aufrechtzuerhalten, was man ja machen muss im gewissen Maße. Aber wir verdünnen das Ganze nochmal. Und jetzt haben wir auch noch eine Verdünnungskoagulopathie und damit haben wir die Gerinnung so schwer beeinträchtigt, wie sie nur sein kann, und das macht dann die Probleme in der Therapie. Aber Kostja, es geht ja auch die Thrombozyten verloren, oder? Und die sind ja sogar die primäre Hämostase, also das primäre Problem geht weg. Ist das nicht viel schlimmer? Ja, die gute Nachricht ist, wir brauchen recht wenig Thrombozyten, um einen stabilen Klott bauen zu können. Da gibt es einen Versuch von Fries, Haas, Innerhofer, die haben Schweine ausbluten lassen und haben sich dann den Klott unter dem Elektronenmikroskop angesehen. Und das ist recht, wir werden euch das verlinken, das ist im BGA publiziert. Da sind sehr tolle Bilder drinnen, wo man sieht, wie schaut der Klott normal aus, wie schaut der Klott verdünnt aus und wie schaut er aus, wenn man wieder mit Fibrin auffüllt. Mhm. Und was wir schon sehen ist, es braucht sehr wenig Thrombozyten. Also wir können bildlich gesprochen diesen Klott aus Ziegelsteinen und Mörtel bauen. Die Ziegelsteine sind unsere Thrombozyten, der Mörtel, das ist unser Fibrin. Und wenn wir es ganz geschickt machen, verputzen wir die Mauer nachher noch, das ist unser Faktor 13, damit es länger hält. Und
wenn ihr euch das so vorstellt, wenn ihr jetzt Ziegelsteine aufeinander stapelt, ohne viel Mörtel dazwischen, dann braucht es nicht viel, dass diese Mauer umfällt. Das ist so das Pendant zu viele Thrombozyten, wenig Fibrinogen. Wenn wir es aber umgekehrt machen und wir haben sehr wenige Ziegelsteine, aber sehr viel Mörtel, dann bauen wir sowas wie eine Sichtbetonmauer. Mag zwar nicht schön sein, ist auch teuer, weil das pharmakologisch gekaufte Fibrinogen ist ein sehr teures Produkt, aber es ist eins, das funktioniert und wir können damit diese Mauer stabil kriegen, auch mit sehr wenig Thrombozyten, und deshalb gilt in der Gerinnung zuerst einmal, wir arbeiten mit dem Fibrin, wir akzeptieren eine Thrombozahl bis 50.000 im Normalfall, also wir haben jetzt eine intrakranielle Blutung, dann diskutieren wir um 50.000 bis 70.000, aber ansonsten können wir die Thrombos bis 50.000 runterlassen, weil wir haben Reserven in der Milz, wir haben Reserven im Knochenmark und wir brauchen vor allem einmal das Fibrin, damit wir diese stabile Mauer zusammenbekommen. Also zugeführt wird zuerst Fibrinogen und dann umgebaut zum Fibrin. Und die 50.000 gelten ja nur beim blutenden Patienten. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt einfach so in meinem Bett liege und ich habe aus irgendeinem Grund eine Thrombopenie, dann reichen ja sogar noch weniger aus. Genau. Also die Hämato-Onkologen sind da unsere Helden, die gehen bis 2.000, manchmal runter 3.000, da wird auch denen schon mulmig. Also die Thrombozyten sind in der akuten Blutung, da sind wir bei 50.000, oder wenn wir in eine große Operation hineingehen, das ist ein guter Richtwert. Und wenn wir jetzt kein Trauma haben oder keinen Verlust, dann geht noch viel weniger. Kostja, ich glaube, jetzt haben ganz viele Hämato-Onkologen vor den Monitoren Tränen in den Augen, weil sie das ganz selten von Anästhesisten genannt werden, die Helden. Daumen hoch für die Hämato-Onkologie. Das ist ein cooles Fachgebiet. Bei diesen Laborwerten ruhig zu bleiben, da gehört viel Cooles dazu. Ja, perfekt. Also du hast mir auf jeden Fall mal wieder ein Top-Mindset gegeben, wie so die Gerinnung funktioniert. Und jetzt bin ich neugierig auf mehr. Jetzt würde ich sagen, war es das für den ersten Teil, oder? Ich würde fast sagen, falls euch die Gerinnung jetzt tödlich gelangweilt habt, dann müsst ihr euch mehr damit beschäftigen. Ja. Aber irgendwann kommt der Punkt, da gibt es kein Zurück mehr. Dann wird Gerinnung richtig cool und spannend. Cool, dann freue ich mich auf den zweiten Teil. Danke, Kostja, und bis zum nächsten Mal. Ja, bis bald.